Herzlich willkommen bei Slevin Streamed Sport. Wir spielen wieder den Tennis Manager. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Gleich zu Beginn zeige ich euch unsere neuen Mitarbeiter. Ihr wart ja schon beim letzten Mal dabei, als wir die eingestellt haben. Mittlerweile haben wir sie auch zugewiesen. Das geht hier ganz leicht. Ich kann hier auch weitere Trainer zuweisen. Die Sterne haben sich deutlich verbessert, wie ihr seht. Ich habe hier zum Beispiel zwei Trainer verpflichtet oder Trainerinnen verpflichtet, die mit Nachnamen F. Timova heißen. Eine ist mit V-Punkt, die heißt Willi Zara, die andere heißt Anni, bisschen leichter auszusprechen. Während Willi Zara für Mollekar zuständig ist, ist Anni für Wildgruber zuständig. Cheftrainer haben wir noch nicht und auch eine Physiotherapeutin haben wir noch nicht. Hier bei der Strategie müssen wir uns überlegen, ob wir noch jemanden zuweisen oder ob wir das selber machen. Ich gehe mal davon aus, dass wir das erstmal selber machen, aber dazu später mehr. Jetzt gehen wir erstmal ins nächste Match rein. Wir schauen uns natürlich zuerst mal den Baum an. Den sehen wir hier. Ihr wisst ja, wir spielen jetzt bei den Columbus Open in den Vereinigten Staaten. In der ersten Runde treffen wir auf den Amerikaner Alexander Kovacevic. Der ist Nummer 542 der Welt, sollte also für uns eigentlich machbar sein, auch wenn er Heimvorteil hat. Danach würde es gegen den an 9 gesetzten Inder Ramatan gehen. Der ist meiner Meinung nach ein bekannter Doppelspieler. Also den sollte man kennen. Danach könnte es dann gegen Guido Andreozzi geben, Nummer 166. Also wir werden definitiv jetzt schwere Spiele bekommen. Zuerst gegen den Amerikaner sollte es aber einigermaßen machbar sein. Wir machen es auch so wie beim letzten Mal. Ich gehe jetzt einfach rein in die Partie. Wenn es in den dritten Satz geht, dann schalte ich euch zu. Ansonsten marschieren wir hier hoffentlich durch und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel gegen den Inder Ramanathan. Ich nehme euch direkt rein in den Tiebreak im ersten Satz gegen Alexander Kovacevic. 6-beide steht's. Es ist ein ausgeglichenes Spiel mit überraschend vielen Breaks und es kommt tatsächlich zum Tiebreak. Den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir dürfen beginnen. Mit dem Fehler, damit hat Kovacevic schon das kleine Mini-Break. Heißt nicht viel, wie gesagt, es gab unglaublich viele Breaks. Ich habe jetzt die Intensitätsstufen bei uns komplett nach oben geschraubt. Denn jetzt kommt es wirklich auf jeden Punkt an. Langer Ballwechsel hier. Und dann der dicke Fehler wieder von Mollekar. Unser Vorteil ist, dass unser Gegner ein bisschen mehr erschöpft ist als wir. Also sollte es hier in einen dritten Satz gehen, sollten wir eigentlich Vorteile haben. Aber zunächst müssen wir schauen, dass wir hier im zweiten Satz nochmal im Tiebreak zurückkommen. Jetzt beide Aufschläge halten ist absolut Pflicht. Wir spielen auch hier mit der gleichen Strategie, wie wir es auch im ersten Turnier gemacht haben. Da haben wir also keine Änderung vorgenommen. Und jetzt steht es 3-beide. Wir kommen also zurück. Jetzt beim zweiten Aufschlag des Gegners vielleicht sogar eine Chance. Nein. Unglaublich starker Return von Kovacevic. Ja, jetzt gilt's. Wir müssen ihm einen Aufschlag abnehmen. Kein guter Return hier für den zweiten, aber dann macht es gut. Mollekar ist wieder dran, 5-beide. Und jetzt gehen wir in Führung und haben tatsächlich Satzball. Das ging jetzt ganz schnell. Aber das ging auch zu schnell für uns. 6-beide jetzt auch im Tiebreak. Wer holt sich den nächsten Satzball? Es ist Mollekar. Und dann verhaut er diesen Volley. Satzball jetzt für Kovacevic. Hin und her. Ja.
Da geht der Satz an den US-Amerikaner und wir müssen definitiv jetzt ein paar Dinge ändern. Intensität bleibt bei uns natürlich jetzt erstmal hoch. Taktisch, wie gesagt, müssen wir uns jetzt wirklich was überlegen. Vielleicht spielen wir zu offensiv. Viel mehr Risiko würde ich ehrlich gesagt nicht gehen wollen. Ich gehe jetzt mal hier die Einstellungen durch, ans Netz gehen, schalten wir aus. Denn das hat in dieser Partie im ersten Satz überhaupt nicht funktioniert. Also da gehen wir jetzt direkt komplett raus. Beim Rückschlag müssen wir mehr riskieren. Da würde ich sagen, ein Ticken mehr nach vorne. Beim zweiten Aufschlag natürlich volles Risiko. Chip and Charge schalten wir aus. Und die Ballwechsel, die sind mir wirklich ein Ticken zu lang teilweise. Ich gehe hier ein Stückchen zurück bei der Ballwechselposition. Keine Netzannäherung natürlich. Vielleicht wäre Abweichung gut, denn der Gegner ist ordentlich schon kaputt, was seine Fitness angeht. Wir sehen das hier. Ein Ticken mehr als wir. Vielleicht können wir das ausnutzen. Und ans Netz gehen schalten wir hier auch aus. Wir gehen lieber auf den direkten Winner, weil das einfach nicht gut funktioniert hat. Ja, und das lassen wir so. Also ein paar Änderungen haben wir vorgenommen. Ich hoffe, dass das jetzt Früchte zeigt. Ich hole euch dann direkt wieder mit rein, wenn es spannend wird. Wir springen direkt wieder live rein in den zweiten Satz. 5-3 steht es jetzt für uns und wir haben Satzball. Die taktischen Änderungen scheinen sich ausgezahlt zu haben. Ein Break haben wir diesmal kassiert im zweiten Satz. Im ersten waren es, glaube ich, noch drei an der Zahl. Und jetzt breaken wir ihn erneut und damit geht der zweite Satz an Rudi Mollecker. Wir starten in den dritten direkt mit einem Ass. 15-0 für uns. Und wir brettern hier jetzt weiter. Die Intensität haben wir ein bisschen runtergeschraubt im zweiten Satz. Am Ende zumindest natürlich beim Rückschlag. Und das hat sich bis jetzt alles bezahlt gemacht. Wir spielen jetzt souverän, ihr seht das. Und ich hoffe, dass wir das jetzt auch so durchziehen können. Jawohl, 1-0 für uns. Das haben wir richtig gut gemacht. Die Intensität schrauben wir jetzt hoch. Denn wir wollen früh in diesem Satz die Entscheidung erzwingen, dass wir dann wieder runterschalten können. Der Gegner ist mehr kaputt als wir. Das sollte eigentlich jetzt für uns laufen. Wir spulen mal ein bisschen vor und schauen, ob wir gleich Breakbälle kriegen. Jawohl, 2 an der Zahl für Rudi Mollecker. Und da ist es, 2-0 für uns. Direkt die Chance zum Rebreak für den Ami. Also er gibt sich noch nicht auf und wir geben mit dem Doppelfehler unser Break wieder her. Zwei beide jetzt. Auch wir halten unser Aufschlagspiel. 3 zu 2 jetzt in Führung. 3-3. Und 4-3 für uns. Jetzt ein Break und die Sache könnte ganz klar in unsere Richtung fallen. Und jetzt haben wir tatsächlich die Chance auf das Break mit dem zweiten Aufschlag. Das ist die Riesenchance, dieses Match zu unseren Gunsten zu drehen. Wir schauen uns natürlich dieses Aufschlagspiel jetzt an, denn jetzt zählt jeder Punkt. Und den ersten holen wir uns. 15-0 bei 5-3. Wir müssen nur unseren Aufschlag durchbringen. Dann stehen wir in der zweiten Runde dieses Turniers. Drei Matchbälle für uns. Oh, der war knapp drin. Aber der ist aus. Und damit sind wir weiter. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Statistiken, sehen da schon, dass wir deutlich besser waren. 103 Punkte für uns, 86 plus für den Gegner. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Wieder haben wir 7 Asse geschlagen, nur ein Doppelfehler. Also das läuft sehr, sehr gut. Wir haben 30 mehr Winner, also fast doppelt so viel wie der Gegner. Wir haben natürlich auch mehr Fehler gemacht, aber das gehört zu unserem aggressiven Spiel einfach dazu. Glückwunsch, wir konzentrieren uns auf die nächste Runde. Er hat uns zugehört, immerhin.
Während Rudi Mollecker spielt, trainiert natürlich unsere zweite Spielerin. Das ist, wie ihr wisst, Anja Wildgruber. Wir schauen mal kurz aufs Training. Da haben wir jetzt ein bisschen platzierten Aufschlag mit reingenommen und eine platzierte Vorhand. Wir wollen, dass sie das ein bisschen verfeinert und verbessert. Das Training ist schwer. In der nächsten Woche spielt sie dann auch ihr erstes Turnier. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich da noch ein bisschen was raus. Nämlich hier auf den Körper. Das würde ich gerne rausnehmen. Und stattdessen nehmen wir Ruhe mit rein. Dann ändert sich das hier sofort auf Mittel. Denn ich habe schon gesehen, dass bei ihr die körperliche Verfassung nicht bei 100% ist. Jetzt ist sie immerhin bei 92. Vorher ist sie runtergegangen auf 60. Bei Mollecker ist sie bei 100 und auch die Moral und die Form passt hervorragend. Also insgesamt können wir da zufrieden sein. Jetzt geht es aber weiter im Turnier. Wir sehen ja, wir spielen gegen den Inder Ramkumar Ramanathan. Und das Match würde ich sagen, gegen jemanden, der in den Top 200 steht, schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Dieses Match dürfte mit Abstand das schwierigste werden, welches wir bisher hatten. Gide Andreozzi sehen wir hier, ist ausgeschieden. Also unser nächster Gegner dürfte wieder etwas leichter werden. Andreozzi ist ja auch eher ein Sandplatzspieler. Bei Ramanathan weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Da schauen wir doch mal, was unsere Analystin sagen. Ramanathan ist auf jeden Fall in einer herausragenden Form. Er spielt vorwiegend Allrounder, also sprich viele verschiedene Schläge. Das ist eben ein guter Doppelspieler. Serve and Volley kann er und offensives Grundlinienspiel kann er. Schwäche, Stoppball, Fokus und Stärke, Aufschlagskraft und Vorhandspräzision. Also die Wettanbieter sehen Rudolf als Außenseiter, das wissen wir. Wir müssen die Nerven behalten und auf den Rückschlag des Gegners reagieren. Ja gut, das ist klar. Wir sehen hier, wie gesagt, leider kaum Attribute, weil wir einfach noch keine Scouts haben, die unsere Gegner scouten. Da bin ich dann gespannt, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt. Wir spielen so, wie wir immer spielen. Der muss sich erstmal daran gewöhnen, unser Spieler. Und deswegen ändern wir erstmal nichts. Wir werden dann live reinschalten, beziehungsweise live eingreifen in die Taktik natürlich, falls dort etwas nötig ist. Das Spiel beginnt, das erste Aufschlagspiel schauen wir uns jetzt mal komplett an. Vielleicht entdecken wir da schon was, was wir ändern müssen. Super Outfit hier vom Inder, finde ich. Unser ist mir ein bisschen zu langweilig. Aber vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Ausrüster, wenn wir in diesem Turnier wieder gut abschneiden. Eieiei, also ans Netz. Ich glaube, das ändern wir jetzt auch direkt wieder. Das haben wir ja schon bei unserem anderen Match sofort geändert. Also, wir gehen nicht sofort ans Netz. Serve and Volley, das müssen wir jetzt mal standardmäßig auch rausnehmen. Serve and Volley spielen wir nicht. Wir machen viel zu viele Fehler am Netz. Das rentiert sich einfach nicht. Und auch beim Rückschlag, beziehungsweise das war, glaube ich, hier beim Ballwechsel. Irgendwo haben wir noch ans Netz gehen. Hier. Wir gehen nicht ans Netz, wir gehen auf den Winner. Das ändern wir also direkt. Und das möchte ich dann auch in meiner Grundformation, in meiner Grundstrategie ändern, sodass das von Anfang an jetzt immer so eingestellt ist. Denn am Netz ist mir Mollecker einfach zu schwach. Und wir haben jetzt direkt Breakball gegen uns. Denkbar schlechter Start. Da ist das Break sofort zu Beginn. Aber wir erhalten die Chance, sofort das Rebreak zu machen. Eieieiei. Also sobald Mollecker Richtung Angriffsball und geht und ans Netz gehen möchte, ist das schlecht. Hier sehen wir es wieder. Das funktioniert überhaupt nicht. Ist mir jetzt schon in mehreren Matches aufgefallen. Das müssen wir trainieren. Und ihm natürlich davon abraten, das zu tun. Aber das haben wir ja jetzt eingestellt. Wieder Breakbälle gegen uns. Ja.
Damit würde ich mal sagen, geben wir diesen ersten Satz auf und ruhen uns ein bisschen aus und setzen alle Hoffnung in den zweiten Satz. Breakball für uns, also wir haben tatsächlich trotz der niedrigen Intensität jetzt die Chance, zumindest ein Break zurückzugewinnen. Und das gelingt uns sogar. Jetzt schauen wir mal, ob wir auch den Aufschlag halten. Einstand. Ich würde sagen, wir gehen hier jetzt direkt hoch. Denn sollten wir jetzt den Aufschlag halten, geben wir natürlich alles, um das zweite Break auch noch zu holen. Aber zuerst müssen wir unseren eigenen Aufschlag durchbringen. Ach, das ist doch bitter. Da können wir direkt wieder runtergehen. Denn den Satz werden wir jetzt nicht mehr holen. 5-2 für den Inder. Und das war 6-2 verloren. Das war ganz und gar nicht gut von uns. Intensität geht jetzt im zweiten Satz natürlich direkt hoch. Wir müssen den Inder überraschen, überrumpeln. Der muss sich jetzt zu sicher fühlen. Der ist enthusiastisch. Wir müssen da jetzt irgendwie im Gespräch auch schauen, dass wir eine Reaktion rauskitzeln können. Du hast es in der Hand, wieder in das Match zu finden. Hat keine Reaktion gezeigt, schade. Aber vielleicht zeigt er ja die Reaktion jetzt auf dem Platz. Sehr gut, das sieht gut aus. Was wir jetzt natürlich auch machen können, wir schauen uns mal die Statistiken an aus dem ersten Satz. Vielleicht finden wir ja beim Gegner irgendwelche Schwächen. Klar ist, dass wir beim zweiten Aufschlag wirklich katastrophal nur 3 von 12 Punkten gewonnen haben. Da würde ich sagen, gehen wir beim zweiten Aufschlag jetzt mehr Risiko. Das stellen wir auf jeden Fall mal um. Ja, und wir haben viel zu viele Fehler gemacht. Der Gegner bringt einfach viel zu viele Bälle zurück. Und er scheint auf der Rückhand stärker zu sein. Das finde ich auch ziemlich interessant. Also sollten wir da was eingestellt haben, nehmen wir das auch raus. Also, ich würde sagen, beim Aufschlag gehen wir jetzt deutlich mehr Risiko. Und zwar auch beim zweiten. Denn da haben wir so wenig Punkte gewonnen. Das kann natürlich überhaupt nicht sein. Und auf der Vorteilsseite natürlich genau das Gleiche. Wir müssen was riskieren und das beginnt in erster Linie jetzt beim Aufschlag, weil die Statistik uns das einfach ganz klar gezeigt haben. Was machen wir beim Rückschlag? Da ist es eigentlich ganz okay, finde ich. Noch mehr Risiko gehen würde ich eigentlich nicht. Höchstens beim zweiten Aufschlag, aber das machen wir ja schon. Da schalten wir Chip in Charge wieder aus. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir das genau so an. Longline tief, das sieht alles sehr gut aus. Wir stehen weit vorne. Also das gefällt mir ganz gut. Während dem Ballwechsel gehen wir auf die Winner, spielen flach. Da gibt es eigentlich auch nichts, was wir ändern sollten. Die Frage ist, spielen wir dem Gegner auf die Rückhand? Nein, genau das möchte ich nämlich nicht tun. Aber wenn wir in der Defensive sind, vielleicht sollten wir da ein bisschen was anderes machen. Ich würde sagen, wir spielen da mit dem Job und mit wenig Risiko. Vielleicht gehen wir, wenn wir defensiv sind, wirklich auch richtig in die Defensive und warten vielleicht auch einfach mal, bis der Gegner den Fehler macht. Denn auch wenn er relativ sicher spielt, vielleicht haben wir dadurch bessere Chancen, als wenn wir zu riskant das Ganze angehen. Intensität bleibt hoch, das ist klar. So, jetzt mal den Aufschlag durchbringen, dann können wir auch mal gratulieren. Hat leider jetzt keine Auswirkung gehabt. Trotzdem ein guter Start für uns.
Auch Ramanathan hält seinen Aufschlag und hat jetzt direkt drei Breakbälle gegen uns. Jetzt sind es noch zwei. Können wir die auch noch abwehren? Den ersten haben wir schon. So, jetzt noch zwei. Noch einen. Noch einen abwehren. Das ist der Job, den wir ihm gesagt haben, und das ist direkt der Fehler. Ja, sieht jetzt natürlich nicht mehr gut aus für uns. Satz zurück und Break zurück. Wir müssen jetzt irgendwie das Rebreak holen. Oh, der war auf der Linie. Und das ist der Punkt und das Rebreak. Wir sind wieder da. Die defensive Haltung gefällt mir jetzt besser. Mit dem Chop, also mit dem Slice quasi dann zurückgespielt. Jetzt sind wir ja am Drücker, dann spielen wir natürlich nicht mit dem Slice. Hier schon. Da bringen wir den Gegner, glaube ich, wirklich ein bisschen mehr in die Bredouille. Die Ballwechsel werden jetzt länger. Das ist also eigentlich nicht unser Spiel, aber wir müssen jetzt anders spielen. Denn unser Spiel, so wie wir es eigentlich spielen würden, das funktioniert nicht. Oh, der war knapp. Jetzt bloß nicht direkt wieder Breakbälle kassieren. Ja, das ist die Streuung zu groß. Sehr gut. Den musst du auch machen jetzt. Aber er ist am Netz, das kann er nicht. Den muss er machen. Jawohl. Einstand. Ganz wichtig jetzt, dass wir diesen Aufschlag durchbringen. Sehr gut. Und da ist der Spielgewinn zum 3 zu 2. Und hier ist tatsächlich der Breakball für uns. Ah! Rudi! Den kann man auch mal holen, den Ball. Schade. Wieder Breakball für uns. Zweiter Aufschlag, da musst du jetzt ran. Und das macht er. Hier zwei für uns. Intensität beim Rückschlag geht zurück. Fitnesstechnisch sind wir ein bisschen stärker als der Gegner. Aber zwei Breakchancen bleiben übrig. Eine. Jawohl. Drei Breakbälle direkt abgewehrt von Mollecker. Den musst du jetzt auch. Der ist schlecht. Den muss er cross viel länger hinten in die Ecke spielen. So kassiert er direkt den Winner gegen sich. Wieder Breakball. Jawohl. Und jetzt direkt cross auf die andere Seite. Er spielt gegen den Lauf. Und mach's dann am Netz. Also, zweiter Satz am Netz, mein lieber Mollecker. Richtig stark. Spielball zum 5-2 und da ist es. Den Satz dürfen wir uns jetzt natürlich nicht mehr nehmen lassen. Aber wir haben wieder Breakball gegen uns. Das gibt's doch nicht. Zum Glück ist der im Aus. Einstand. Zwei Punkte sind wir vom Satzgewinn entfernt. Eine noch. Wir haben Satzball. Guter Aufschlag. Oh, der war gut, der war gut. Aber der ist noch besser. Guter Passierschlag von Inder. Und jetzt hat der tatsächlich nochmal Breakball. Wir hatten den Satzball schon und es steht wieder Einstand. Es ist ein Hin und Her. Und das Ass hinterher. Nochmal Satzball Molecker. Da ist er. Wir haben den Satz und hier sehen wir schon deutlich, hat sich einiges gebessert. Er steht einem exzellenten Return-Spieler gegenüber, das stimmt definitiv. Also wir müssen in der Intensität jetzt überall nach oben gehen, wenn wir dieses Spiel gewinnen wollen. Und in der taktischen Anweisung möchte ich auch nochmal etwas verändern. Ich möchte nämlich beim Aufschlag, beim ersten zumindest einen Ticken weiter hinten stehen und im Ballwechsel ebenfalls zwei Ticken nach hinten. Denn mir ist aufgefallen, dass der Inder sehr viele lange Bälle spielt und wir da oft zu weit vorne stehen. Schauen wir mal, ob sich das jetzt auswirkt.
Wir würden ansonsten natürlich so weiterspielen, wie wir es jetzt im zweiten Satz gemacht haben, denn das hat ja ganz gut funktioniert. Diesmal legt Ramanathan vor und wir können vielleicht direkt mit dem Break starten. Ah, schade. Nein, das ist nichts. Aber es war der Second Serve und da muss er natürlich riskieren. Da bin ich schon zufrieden damit. Das war eher die Defensive, da hätte er eher den Slice spielen sollen, meiner Meinung nach. Jetzt ist er wieder am Drücker. Jawohl. Breakball für Rudi. Jetzt der Passierschlag. Nein, das war nicht gut. Das war ein sehr schlechter Lob. Jawohl, wieder Breakshot Mollecker. Ah, das ist bitter. Da ist er in der Defensive. Verstehe ich nicht ganz, wieso er da so einen riskanten Ball schlägt. Der Slice hier gefällt mir viel besser, den er gerade macht hier. Die sind gut. Da kommt es zwar zu langen Ballwechseln, aber wir bleiben wenigstens im Ballwechsel drin, im Spiel drin. Wieder Einstand, Second Serve. Und wieder zu viel Risiko von Mollecker. Ja, schade. Ramanathan hält den Aufschlag dann am Ende doch. Gelingt uns das auch. Out. 40-0 hatten wir. Jetzt gibt es Breakball gegen uns. Das ist doch nicht zu glauben. Der Inder ist eine Wahnsinnsballmaschine. Ja, einfach stark. Holt sich das Break tatsächlich. Und wir können jetzt nicht mehr viel machen. Mir fällt hier taktisch gesehen nicht mehr viel ein. Wir müssen einfach hoffen, dass Rudi irgendwie sich nochmal ein Breakball erspielt. Sieht aber nicht danach aus. 3-0 steht's für den Inder und er hat erneut zwei Breakchancen. Guter Ball. Jawohl. Und jetzt nochmal. Also Rudi gefällt mir. Muss man sagen, auch wenn wir das verlieren. Ich bin zufrieden, da ist zu lang. Und dann steht es 4-0. Und die Partie ist gelaufen. Wir versuchen es jetzt nochmal direkt mit dem Break. Ansonsten, wenn es 5-0 steht, gehen wir mit der Intensität natürlich runter. Wir sagen ihm mal noch was. Kritisieren ihn mal. Keine Reaktion. Der war gut. Nein, 5-0 steht's, das war's. Da haben wir im dritten Satz dann keine Power mehr gehabt. Schade. Matchball für Ramanathan. Es steht 5-0, also wir verlieren den Satz. Vielleicht sogar zu 0. Das Match ist vorbei. Wir haben im dritten verdient verloren, muss man sagen. Aber ich bin trotzdem nicht ganz unzufrieden. Möchte ihn aber trotzdem ein bisschen kritisieren, denn er scheint mir ein bisschen zu selbstsicher zu sein. Hab genau zugehört. Das ist doch schon mal immerhin etwas. Die gute Nachricht ist immer, wenn man aus einem Turnier rausfliegt. Also erstens haben wir 250 € erhalten für den einen Sieg, den wir geholt haben. Und wie gesagt, die gute Nachricht, wenn man aus dem Turnier fliegt, ist immer, man kann danach trainieren. Denn die Tage sind jetzt wieder frei. Wir hatten hier das Match, jetzt werden wir massiert. Am nächsten Tag würde ich jetzt mal ganz einfach sagen, wir dehnen uns, ansonsten Ruhepause und dann wird am Freitag wieder ein bisschen trainiert.
Da suchen wir uns jetzt mal wirklich ein paar Sachen raus, die wir machen wollen. Auf jeden Fall soll die Hauptstrategie trainiert werden. Und wir sollten, was die Technik angeht, noch ein bisschen arbeiten an einem schnellen Netzangriff oder ein stetiger Angriff ans Netz. Das würde ich beides sogar mal hier mit einbauen. Dafür würde ich hier wieder sagen, machen wir lediglich denen und am Sonntag ist dann Ruhetag, denn die Woche darauf ist direkt wieder ein Turnier, also wir sollten ihn nicht zu sehr beanspruchen. Bei der Strategie wollten wir ja was ändern, nämlich hier im Angriffsspiel. Wir wollten auf jeden Fall das ans Netz gehen rausnehmen. Denn das hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Liegt natürlich auch daran, dass Ramanathan ein unglaublich guter Rückschläger ist. Trotzdem haben wir jetzt hier mal die Änderungen reingenommen. Speichern. So, und dann ist das jetzt unsere neue Strategie. Die wird jetzt auch trainiert, wie gesagt. Vielleicht nehmen wir sogar noch einmal dieses Strategie ins Training mit rein. Vielleicht hier beim Dehnen nehmen wir vielleicht einfach direkt nochmal die Strategie mit rein, denn das dürfte jetzt nicht allzu sehr beanspruchend sein. Genau, es ist hier nur orange, würde ich sagen. Also das sieht ganz gut aus. Dann haben wir hier die Hauptstrategie zweimal drin. Schnellnetzangriff, stetiger Angriff ans Netz nehmen wir auch noch mit rein. Genau. So, das gefällt mir doch ganz gut. Bei Anja Wildgruber haben wir es sowieso. Da haben wir auch hier ziemlich viel Ruhe, denn in der nächsten Woche ist auch sie im Turnier. Und da würde ich sagen, spulen wir jetzt mal vor und schauen, ob wir heute noch ein Match zusammen hinkriegen. Gute Nachrichten aus dem Bereich der Mitarbeiter, denn wir haben jetzt für 4 Jahre eine Cheftrainerin bekommen. Die werden wir natürlich sofort zuweisen zu Anja Wildgruber. Die Sterne sind wirklich stark. Wir schauen uns gleich mal das Profil an. Das wird uns hier unten automatisch angezeigt. Das ist ganz praktisch. Die hat bei Bewegung 15. Was kann sie eventuell noch? Trainingsstrategie. Wie ist sie da so mit dabei? Schauen wir mal, ob wir die vielleicht hier rein tun. Ja, absolut, das machen wir. Also, Sojanova war jetzt hierfür zuständig. Dann haben wir hier Coté für uns beide. Dann haben wir hier noch, die Sterne sehen also deutlich besser aus, als wenn wir nur wir das gemacht hätten. Jetzt fehlt nur noch eine Physiotherapeutin, aber da sind wir ja schon an einer dran. Und genau diese Physiotherapeutin haben wir jetzt auch bekommen. Die werden wir natürlich auch sofort zuweisen. Mollekar erhält eine Wildcard für die Dallas Open. Preisgeld 8000 nehmen wir natürlich auch sofort an. Und Wildgruber erhält eine Wildcard für Palmanova. Preisgeld 1900 und auf Sand, das lehne ich jetzt mal ab, denn für 1900, da können wir uns überall anmelden. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass wir hier jetzt starten sollten. Da trainieren wir lieber. Jetzt müssen wir allerdings noch unsere Physiotherapeutin zuordnen. Und da sehen wir jetzt schon die nächsten Matches, die auf uns zukommen. Aber zuerst schauen wir uns mal an, was sich hier noch so getan hat. Die Physiotherapeutin wird zugewiesen. Ja, wobei ich da tauschen würde. Die ist hier und hier unten ist die etwas schwächere. Denn ich möchte jetzt schon schauen, dass wir bestmöglich die Leute hier oben aufteilen. Bei Mollecker, denn unsere Akademie ist einfach darauf angewiesen, dass er in der Weltrangliste nach vorne kommt und dass er ein bisschen Preisgeld einspielt. Also bei Anja Wildgruber haben wir natürlich viel mehr Zeit. Die ist schließlich auch noch deutlich jünger. Wöchentlicher Trainingsbericht bzw. Teambericht kommt zuerst. Ich glaube, ein Trainingsbericht kommt dann auch noch. Aber zuerst kommen hier die Ergebnisse von Anja Wildgruber rein, denn sie haben wir ja nicht betreut. Wir haben für sie ja eine Cheftrainerin eingestellt. Anja Wildgruber hat bis gerade beim Turnier Montassier gespielt und folgendes Ergebnis erzielt: Runde der 32. So, gemäß des Vertrags von Anja Wildgruber hat sie uns 60% des gewonnenen Preisgelds gegeben, 264 Euro. Wir schauen uns jetzt gleich mal die Ergebnisse von Anja Wildgruber an. Monastir 2 hat sie mitgespielt. Da müssen wir hier oben natürlich auf Anja Wildgruber gehen. Hier, Monastir 2. Da müsste sie jetzt eigentlich zu finden sein. Genau, hier haben wir sie. Sie hat, boah, schwach gespielt, muss man sagen. Gegen die Nummer 1075 hat sie in 3 Sätzen verloren. Den ersten hat sie noch gewonnen. Wo hat es daran gehapert jetzt? Oh, das ist natürlich
Nicht so gut hier. 60% erster Aufschlag. Beim zweiten nur 37% der Punkte gemacht. Okay, da wissen wir schon auch, woran wir arbeiten müssen. Sowieso beim Aufschlag, das ist ganz klar. Ist also kein guter Einstand für sie. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass wir natürlich jetzt das Training wieder ein bisschen einstellen können. Da müssen wir überall jetzt ein bisschen dran arbeiten. Also hier jetzt erstmal Muskelmassage natürlich, aber die ganze Woche hat sie jetzt ansonsten quasi frei, weil ja kein Match ansteht. Rückwärtige Neupositionierung wird hier trainiert und dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein zweites mit rein. Ganz einfach den kraftvollen Aufschlag. Dann Unterstützungsgriff. Bekommt ein bisschen mehr Ruhe. Hier nehmen wir noch ein bisschen was Leichteres rein. Umgang mit dem Belag. Ach, das ist auch schwierig. Dann nehmen wir doch lieber irgendwas Leichteres. Hier vielleicht Halbvolley. Das kommt ja auch öfters vor bei den Damen. Dann bekommt sie Taktikunterricht. Und noch etwas, was vielleicht ein bisschen leichter ist, machen wir doch einfach mal Unterkörpertraining mit rein. Und am Sonntag ist dann wieder Ruhe, bevor dann das nächste Turnier ansteht. Das sieht doch ganz gut aus. Was haben wir bei Mollecker drin? Da haben wir ebenfalls ein Turnier in der nächsten Woche. Und ja, jetzt noch die Matches. Da können wir mehr ja jetzt gar nicht trainieren. Genau. Dann kommt wieder das Turnier. Also, damit bin ich jetzt eigentlich relativ einverstanden. Ich würde sagen, damit beenden wir auch diese Session. Ist ja eigentlich ganz okay gelaufen. Wir haben ein Spiel gewonnen mit Mollecker, eins verloren. Und Anja Wildgruber hat leider als Favoritin verloren. Aber die steht ja noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Und das dürfte doch dann schon bald besser werden. Wir sehen rechts oben die Koblenz oben stehen an, also für unseren Herrn im Team Mollecker natürlich wichtig, weil er hier in Deutschland spielt. Da möchten wir schon relativ weit kommen. Ich schaue mir gleich mal noch an hier zum Abschluss, wo denn hier die Gegner genau gesetzt sind. Also wir spielen in der ersten Runde im deutschen Duell gegen Sebastian Fanselow. Der ist auf 411, sind wir also favorisiert. Danach, naja. Danach müssen wir wieder gegen den Inder ran, gegen den wir ja gerade im dritten Satz 6-0 verloren haben. Also, da gibt es gleich die sofortige Chance auf die Revanche für uns. Krass. Aber das gefällt mir eigentlich, dass wir uns hier direkt revanchieren können. Preisgeld beträgt hier 4.800 und es gibt 80 Punkte in der ATP-Rangliste. Also, durchaus ein gut besetztes Feld. Aber machbar für uns hier relativ weit zu kommen. Aber davor müssen wir den Inder ausschalten. Das werden wir beim nächsten Mal zu sehen bekommen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn es heißt Slevin streamt Sport.